Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, ich glaube, dass jeder Spieler extrem heiß ist. Es geht endlich los, es geht wieder um Punkte. Und ja, das ist für jeden Spieler ein Ansporn. Und da freut sich jeder drauf. Ich glaube, dass keine Stammplatzgarantie gibt. Man muss sich immer alles hart erarbeiten. Wie du schon gesagt hast, wir haben zwei richtig gute Jungs dazu bekommen. Generell die Neuzugänge haben sich gut integriert. Wir haben aber auch versucht, ihnen das so leicht wie möglich zu machen. Am Ende spielen nur zwei auf der Sechs. Ob das jetzt ich bin, ob das der Schütze ist, ob es der Seufi ist, ob es der Max ist, das entscheidet der Trainer. Wir können nur alles geben im Training und dann sehen wir, wer am Sonntag auflaufen wird. Ich habe kein Geheimnis. Ich glaube einfach, dass unser Spielstil das einfach mitbringt in der Mannschaft. Wir gehen als gesamte Mannschaft, glaube ich, viele Wege. Und das ist halt extrem wichtig, dass die auf der Sechs spielen auch extrem viele Meter machen. Ob das jetzt ich bin, der Schütze, der Seufi oder der Max, die müssen alle solche Meter gehen. Jeder Spieler wird gerne mal ein Tor machen. Da muss ich dran arbeiten, an meiner Effizienz, dass ich vielleicht noch mehr Läufe in die Box mache, um auch mal die Chance zu kriegen, aufs Tor zu schießen. Und ja, da muss ich dran arbeiten, kann man auch dran arbeiten und werde ich mir für die neue Saison vornehmen. Ja, die letzten zwei Jahre waren glaube ich, immer mit 2-0 Rückstand, glaube ich, in Heidenheim. Ja, jeder weiß, dass das dort ein schwieriges Pflaster ist, ein sehr schwieriger Gegner, sehr aggressiv. Und es ist gut, dass die gleich als erstes kommen, damit man weiß, okay, der zweite Liga-Alter geht wieder los. Wir sind eher so eine Mannschaft, die auf uns schaut. Wir wollen unsere Prinzipien auf den Platz bringen. Das wollen wir auch gegen Heidenheim so machen. Und was schlussendlich der Gegner macht, können wir nicht beeinflussen. Wir können das nur beeinflussen mit unserem Spiel und das wollen wir dann auch. Ja, ich will weiterhin ein Teil der Arminia-Familie sein, den Verein weiterentwickeln. Da will ich ein Teil davon sein. Ich glaube, wir sind auf einem richtig guten Weg. Und ich glaube, das gilt es zu stabilisieren. Wie gesagt, da will ich ein Teil davon sein. Ich bin eher ein Mensch, der so im Moment lebt und habe mir jetzt darüber nicht so viele Gedanken gemacht, weil ich meine ganze Energie eigentlich immer in den Fußball lege. Und das werde ich auch bis zu meinem letzten Spiel auch so machen. Und dann können wir ja schauen, was sich dann ergibt. Ja, ich glaube schon, dass viele Spieler Instagram haben und das auch ständig nutzen. Ja, schon ein wichtiges Pflaster für den einen oder anderen, glaube ich. Wie ihr schon alle mitbekommen habt, konntet ihr heute ja coole Fragen an mich stellen. Ich habe mir da eine ganz besondere Frage herausgepickt vom Konstantin Kerschbaumer. Vermisst du die österreichische Musik deines ehemaligen Zimmerkollegen? Muss ich ganz ehrlich zugeben, ja, vermisse ich schon ein bisschen. Ne? was ist das Schönste an deinem Job bei Arminia? Das Schönste ist einfach, jeden Tag Fußball zu spielen, mit der Mannschaft am Platz zu stehen und die Atmosphäre in einem Stadion zu erleben. Das ist einfach das Schönste für einen Fußballer und da gibt es auch nichts Schöneres. Hast du früher ein Vorbild gehabt oder hast du noch eins? Ja, mein Vorbild ist aktuell Yaya Touré. Der hat mich immer inspiriert. Wie viele Tore der als Mittelfeldspieler schießt und welche Wege der geht. Für mich ein absoluter Klasse-Spieler. Auch nach wie vor im hohen Alter und ja, ist ein Vorbild. Dein Lieblingsort in Bielefeld ist die Altstadt. Meine Familie und ich gehen sehr gerne dort spazieren und halten uns da gerne auf und ja, ist ein absoluter Lieblingsort für uns. Was ist dein persönliches Ziel in dieser Saison? Für mich persönlich gilt es immer, sich weiterzuentwickeln. Ich will mich auch diese Saison weiterentwickeln. Würde mich auch freuen, wenn ich mal ein Tor mache. Und ja, wie gesagt, ein persönliches Ziel ist immer Weiterentwicklung. Das ist extrem wichtig und